In diesem Video geht es um die Befreiung, eine mögliche Befreiung einer Plantarfaszitis. Du nimmst dir einfach eine Matte, gehst in einen Vierfüßlerstand, das heißt, du gehst auf die Hände und auf die Füße. Und wichtig ist, dass die Zehen so gut es geht überstreckt sind. Und je nachdem, wie stark da unten deine Zehen Muskulatur schon verkürzt ist, kommst du vielleicht gar nicht in die Position. Dann zeige ich dir gleich eine Alternative. Aber für alle die, die es schaffen, die versuchen, die Zehen zu überstrecken, ihr könnt euch auch vorne abstützen und geht dann so weit nach hinten mit dem Gesäß Richtung Füße, wie es für euch 2 Minuten erträglich ist. Ja? Wenn es zu heftig ist, geht da ein bisschen vor. Wer es schafft, kann natürlich auch hier komplett absetzen. Ich mache es jetzt mal mit der mittleren Variante, das heißt, ich stütze mich hier ab, ne, und versuche wirklich die Zehen so gut es geht in die Dehnung zu bringen, beziehungsweise Zehen Beugemuskeln. Und wenn ihr soweit seid, können wir starten. Zeit läuft. 2 Minuten. Immer wieder so, dass es gut spürbar, aber auch gleichzeitig erträglich ist. Häufig gibt es die meiste Zugspannung im Bereich des Großzehen. Und ihr könnt natürlich dann versuchen, wenn ihr merkt, es löst sich was, immer wieder ein bisschen mehr in die Dehnung gehen, indem ihr einfach das Gesäß noch mehr nach hinten bringt. Es kann auch schon mal schnacken und knacken. In der Regel ist das dann eine gute Geschichte, weil sich da was befreit, also das Gelenk deblockiert. Je öfter ihr die Übung macht, desto seltener sollte es überhaupt dann knacken, weil die Muskeln einfach dementsprechend nachgiebig geworden sind. 1 Minute haben wir. Und versucht auch wirklich bewusst, die Muskeln da unten entspannt und locker zu halten. Dann braucht er gar nicht so stark zu verstärken. Dann fällt er eigentlich automatisch immer mehr in diese Dehnposition rein. Ich sage schon mal, also für die, die das so nicht können, aus welchen Gründen auch immer, ihr könnt euch sonst einfach nur an eine Wand stellen und versuchen, so gut es geht, mit überstreckten Zehen euch an dieser Wand aufzudehnen. Wenn ihr dazu irgendwie Fragen habt, dann schreibt ruhig in die Kommentare. Aber ich hoffe, das ist soweit verständlich. So, nach 5 Sekunden. Wer es schafft, verstärkt nochmal. So, und jetzt ist eins wichtig, die 2 Minuten sind rum, dass ihr wirklich dann in Zeitlupe wieder rausgeht. Am besten erstmal in Vierfüßlerstand. Dann die Füße lösen, Zehen lockern, befreien und auch immer mal nachspüren. Es kann auch durchaus sein, wenn ihr mal Schmerzen habt, auch unterwegs, dass es schon hilfreich sein kann, so eine Übung mal zwischendurch zu machen. Oder wie gesagt, einfach irgendwo an eine Wand stellen, Zehen gegendrücken. Dann darf sich das auch schon befreien und bestenfalls dann auch erstmal für Ruhe sorgen. Wenn ihr da genauere individuelle Unterstützung braucht, dann nutzt ruhig den Schmerzfinder. Ansonsten schaut euch gerne das kostenfreie Webinar an. Den Link findest du unterhalb des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Zeit, dein Dennis.